Option, Fenris Sohn soll bemalen. Welcher? Der ganz kleine, der Windelpupser oder der große? Fenris Sohn soll bemalen, was? Hm? Nee. Als Option. Ist die Frage, welcher, ne? Ja. Weil wäre ja eigentlich was, wo man sagen könnte, damit fängt dann auch der Stream an. Der Mini-Sohn soll bemalen, okay, dann endet es wahrscheinlich in Patscherhände. Das ist ja die Frage, wer hat mehr Bemalung im Gesicht? Sohnemann oder Vatermann? Nee, ich mache das Tatsache mit handelsüblichem Make-up, weil Kostümschminke, finde ich immer, ist zu krass. Ist auch zu teuer. Also erstens ist es zu teuer, zweitens ist es auch, ja, es glänzt zu hart. Man hat ja früher einfach Asche gemischt, ne? Ja. Oder Fingerfarbe wäre auch eine Option tatsächlich. Ja. Da passiert auch nichts, wenn die ins Auge kommt. Hier ist Bärenverstoß und sowas. Was ist denn der dritte Mutant? Wir hatten noch drei erledigt. Er ist im Wasser abgesoffen. Ah, stimmt. Stimmt, der ist der hinterher gesprotet. Ich geh mal schnell Pfeile holen. Alles klar, ich komme auch gleich mit. Warte kurz, ich wollte bloß die Knochen einsammeln, bevor sie die spawnen. Wir müssen gleich noch dran denken, wenn wir zurückkommen, die Mauer zu reparieren. Ja. Edding hättest du länger von. Ja, genau. Genauso würden sie mich dann auch angucken. Wenn ich am Ende sieht Fendi aus wie Winnie Pooh. Das Krasse ist ja sowieso, immer wenn ich das habe und ich muss am nächsten Tag irgendwo hin, ja, sehe ich aus wie Captain Jack Sparrow. Was dann jetzt schon wieder? Ich habe Besuch hier. Bin bei dir. Ach, ein Weißer. Wo ist er denn jetzt? Warum rennen die denn immer weg? Die Dreckigen. Komm her, du Sackgesicht. Das macht nicht den Moonwalk hier, sondern komm her. Ist doch nicht. Was? Alter. Bleiben Sie ganz unruhig. Ich bin bei Ihnen. Bitte gehen Sie. Beutel, Alter. Bitte gehen Sie. Das ist eine erste Meute insgesamt war. Die verteilt sich hier im Wald die ganze Zeit. Hab noch eine Tittenelle erledigt. Och, Kelle. Was ist denn heute mit dem Kelle? Oh, es nervt. Ich hasse die Axt, die ist viel zu langsam. Ich nehme heute wieder die ganze Zeit den Katana. Außer, dass wir ums Blocken gehen, dann versuche ich es immer mit der Kelle. Mit der Kelle sag ich jetzt auch schon, Alter! Ah! mit der Axt meine ich. Ich habe mir Katana, Axt und Bogen auf die Schnellreiter gelegt. Ja klar, wo kommst du jetzt her, du dreckiger Arsch? Hab ich aber die Schnauze voll hier. Wirst du geschnetzelt, bis dir der Arsch blutet? Was? Sag mal, wir hatten doch PvP ausgemacht. Ja, wieso? Haben ich hab keinen Schaden bekommen von dir. Ja, wunderbar. Wo waren das nochmal? Wenn das weiter so geht, dann kommen wir nie auf die Rüstung, ja. Ey. So, Pfeile. Ich würde es so gut finden, wenn man sich noch größere Köcher machen könnte oder einen zweiten Köcher. Ja. Ach, den habe ich übrigens auch immer noch nicht, ne? Doch, habe ich. Doch. Ich würde schon sagen. 50 Pfeile habe ich wieder im Inventar. Mal ein bisschen Panzertape und Moneten und so. Panzertape habe ich 8 Stück. Du, bis wir zu Hause sind, ist deine Leiche verrottet, das weißt du, ne? Naja. Hier kann er auf Top landen, der Arsch. Top auf Arsch. Alles klar. Mensch, da fällt mir ein, wir wollten eigentlich noch jagen, ne? Ja, müssen wir. Wo gerade Bambi hier vorbei hüpfen sehe. Hier wird auch nicht. So. Was? 2 Pfeile drin, geht immer noch. 3. Stimmt, der Bambi habe ich ja immer mit dem Speer gejagt, weil der ja one-hittet bei dem Bambi. Ist umgefallen. Was ist dann das für eine Musik, Alter? Wartet mal kurz. Aber keine Zahnseide inklusive. Was, wo, was, wie? Ah, Chat eskaliert schon wieder, wa? Ja. So. So, dann gehen wir in die Höhle vom... Na, erzähl.
Clipkarte. Genau. Oh. Ja, ja, Kafka, soll nebenbei laufen. Wer soll laufen? Musik. Die Musik. Achso. Weil das Spiel hat ja keine Musik. Oh, das hat mich auch so bei Mist genervt. Mhm. Oh, Alter, wenn es so ganz ruhig ist und gar nichts kommt, da drehst du durch. Deswegen habe ich so ein bisschen. Da fällt mir noch ein, jetzt in deinem heutigen Video war ein bisschen sehr leise die Musik, ne? Ja, ich wollte sie nicht zu laut machen. Ja, verständlich, verständlich. Damit man auch von dem Game-Sound noch ein bisschen was hört. So, Wasserbeutel ist voll. Medizin voll machen. Oh, habe ich schon, okay. Luft einstecken. Warte mal, ich mache jetzt mal eine andere Sache hier. Quatsch. So, Sodas habe ich ja noch einige. 8 Stück, da passen glaube ich insgesamt 10. Genau. Okay. Okay. Was mache ich hier? No! Sag mal, hast du noch 2 Knochenstück übrig? Moment. Ich jag gerade Häschen in der Grube. Nö, war in Ordnung, so die Musik noch dann. Ja, Robin ist von mir eher immer heftigere Musik, also lauter gewöhnt. Nee, habe ich leider nicht, Robin. Okay. Rechtsarsch. Ich würde sagen, wir verbringen jetzt hier noch den Ingame-Tag in der Umgebung von der Base, sammeln uns wieder Nahrung ran und nächsten Ingame-Tag brechen wir auf, oder? Da sind wir gut im Zeitplan, denke ich. Denke ich. Ja. Denk ich auch, machen wir so. Wunderbärchen. Was sagt die Streamqualität, liebe Zuschauer? Ist alles in Ordnung soweit? Ist es grisseliger als sonst oder nicht? Weil ich habe ja schon wieder ein bisschen rumgeschraubt und rumgebastelt hier. Ist das so eine Neverending Story nach jedem Update? Also nicht Spiel, sondern Programm-Update oder Betriebssystem. Sag mal, sonst laufen einem die Killer-Bummies über die Nase, weißt du? Und jetzt, wenn du so suchst, ist wieder nichts, ne? Oh, ja. Fische habe ich auch ein paar gesammelt. Oh, stimmt, die habe ich vergessen. Da habe ich immer das Gefühl, die vergammeln viel schneller als das normale Fleisch. Oh. Oh, war der? Was denn jetzt? Bin im Wasser gelandet. Sonst wäre es Rest in Peace gewesen. Ups. Und wie die Kurve nicht gekriegt. Blattfuß, mein Lieber, ich grüße dich. Guten Abend. Hi, Blattfuß. Und hier auch High-Plattfuß, natürlich. Fischies. Fischies. Wo ist mein Speer? Wo ist mein... Da ist mein Speer. Ausrüsten. Ja, wird. Wird. Essen kommt langsam wieder ran, Robin. Jop. Ich habe auch schon 4 Stück hingegangen. Ja, ich habe mittlerweile 2 Hasen, 3 Fische, Reh. Aber der zählt trotzdem nur als einer. Ja. Oh, ey, Hase, genau. Bleib. Wenn alles gut geht, bringe ich mal Knochen mit. Wenn alles gut geht? Wenn nicht, muss ich um Hilfe schreien. Ich finde den Move immer geil, wenn du sie auf dich zurennen lässt und kurz bevor sie dich erreichen, auf den Kopf schießen. Ja. Oh, der Kumpel ist abgehauen, sehr schnell, ich bin Knochen mit. Gut. Die Sonne geht langsam unter, dann sind wir ja bald soweit. Mhm.
Auch mal nur, dass so Trockenfleisch schon schnell noch trocken ist, ne? Ja, das glaube ich eher nicht. Das glaube ich eher nicht so. Na gut, was wir die ganze Zeit vergessen haben, dass wir Beeren und Pilze bei hatten, ne? Die hätten wir auch essen können. Ja. Moin. Moin. Wenn zum Alltag gehört, war, dass da einer mit einer Leiche auf der Schulter vorbeiläuft und Moin sagt. Dann weißt du, du bist in der Forest. Ja, man wundert sich gar nicht, kommt einer mit dir an dir vorbeigerannt mit einer Leiche auf der Schulter. Stell dir vor, wer im rechten Leben so war, in der S-Bahn oder U-Bahn. Das ist der eine mit der Leiche. Kannst anquatschen. Und du sagst einfach nur Moin. Ja, einfach bloß Moin und da, auch am Knochen besorgen. Naja, sind schon wieder alle gewesen. Ah, wie gesagt, Robin, wir müssen noch den Schneeanzug craften. Ja, ja. Ist mir auch gerade eingefallen, weil ich die Rehfälle nochmal durchgezählt hatte. Und wir haben übrigens noch Lurchhaut da. Die könnten wir auch im Vorrat mitnehmen zur Not. Jo. Vergessen wir bloß immer wieder. Aber wir haben schon wieder Besuch. Ja, ja, ich seh ihn. Und mir wird's verboten, das rumtragen, ja, Michi. Als Jäger? Schwierig. Headshot ist tot. Sehr geheiß, sehr nice. Wo ist denn mein scheiß Hammer schon wieder da? Boah, war auch einer mit Kreuzen, ein Weißer. Sehr schön. Boah, Alter, der Wind heult. Hast du ein Taschentuch für ihn? Ich find's so geil, das sagt er über Geralt in The Witcher. Der Wind heult. So, Was? Warum? Also einige Palisadenteile sehen aus, als wären sie beschädigt, aber dann sind sie es doch nicht. Da wisst ihr mal nie, muss der jetzt draufkloppen mit dem Hammer oder nicht? Oh, die eine Palisade war schon fast komplett durchgerauscht hier. Auf einer völlig anderen Ecke. Okay. Krass. Hast du die Federn eingesammelt? Nee. Ich bin hier gerade die ganze Zeit am Essen draufhauen. Oh, stimmt. Ich hab's vergessen draufzuhauen. Scheiße. Hab ich echt nur diesen einen Hasen jetzt gefangen? So eine Scheiße. So, ja, oh, wir können uns endlich mal Käsetoast leisten. Na hoch, was kommt denn da reingeflattert? Decker! Danke dir fürs Verlängern. Jetzt mittlerweile im 20. Monat. Ich hab doch noch Fleisch gehabt. Wo ist mein Hasenfleisch hin? Das ist mein Hase hier? Nee, das ist deiner, wa? Was? Lol. Also hier hängen drei Hasen. Hast du einen oder? Nee, du hast doch mehr gejagt. Ich hab drei Hasen hingehangen. Wo ist meiner hin? Lol. Weil ich bloß die Auto versammelt war. Das kann sein. Rehfälle brauchst du 6. Okay. So, hier mal Windschwein. 1, 2, 3, 4. Dann 6 mal Reh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4 Hasen. Und 2 Stoff. Und 2 Seil. Yay! Wie viel Seil? 2. Brauchst du noch? Hab. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut, Bruder. Das haben wir auch. Falls du noch Hase brauchst, ich habe jetzt hier hinten überall mal den restlichen Hasengedönse hingehangen. Im hinteren Bereich. Ich hab alles. Hasenfell kann ich hier auch hinhängen, warte. Henry? Ja. Weißt du, was mir jetzt gerade schlagartig wieder einfällt? Was, dass du denn das Rehköpflein da hängen hast? Nein, wenn du das Wintergedöns anziehst, hast du keine Rüstung mehr. Ja, ich weiß. Ist mir bewusst. Zum Glück ist sie aber im Winter. So, einmal Waschbär habe ich hier noch übrig. So. Achso, Lurchhaut einstecken, genau. Ja, Lurchhaut habe ich. Wie viel habe ich in Lurchhaut? 2? Ja. Ah, Tito. Ich habe die 2 genommen, die noch gehangen haben.
So. Das ist ja kacke, aber gut, die brauchen wir jetzt ja gar nicht, ne? Die Dingens, wenn wir doch jetzt Dings da holen wollen. Schlafen können wir nicht. Matthias, yo, grüß dich. Wir haben Spaß, ja? Noch. Moin, Matthias. Speichern könnten wir aber mal zwischendurch, dass wir das schon mal geschafft haben jetzt. Ja, machen wir mal. Ja. Hm. So. Hä? Bleibt mal locker. Jetzt haben wir meine Bärskis. Ich habe 30 Bärskis in der Tasche. Wir können ja oben wieder abernten, dann esse ich die jetzt schon mal teilweise. Hab auch 30 Beeren. Dann haben wir. Also 5, 6 Beeren bringt einen halben Hunger wieder voll. Bovisten? Ich bin jetzt da oben. Ich weiß nicht, ob man den Bovisten essen kann. Ich probier's jetzt einfach mal. So. Der Bovist kannst du eigentlich essen. Ja, Bovist ist essbar. Okay. Erstaunlich, ja, weil die da unten auch bei den Pflanzen sind und da ist ja meistens das Giftzeugs, ne? Dunkler Ölbaumröhrling, der wird wahrscheinlich nicht essbar sein. Ja, vergiftete Waffe. Du kannst es ganz einfach testen, Robin. Den kombinieren. Wenn du recht, genau, wenn du kombinieren kannst. Spitzkegeliger Kahlkopf kann man auch essen. Genau, Knollenblätterpilz natürlich nicht. Okay, das ist natürlich clever, ne? Ja. Ist es kombinierbar, ist es nicht. Ist es nicht kombinierbar, kannst du es essen. Warum ist denn der scheiß Feuer wieder aus? Ich hab's doch gerade erst angemacht. Gut. Hellsmix Plus? Ah! Stimmt! Der Hellsmix Plus? Ja. Na, der bringt ja Ausdauer und Gesundheit zurück, ne? Ja. Hast du jetzt endlich die Federn eingesammelt? Oh, du und deine Federn, ey. Ja, da müssen wir Pfeile craften können für unterwegs und nicht wieder zurückrennen müssen, wenn wir ich so mitten... Ich hab nur Holzpfeile. Ist egal, besser als gar keine Pfeile. Auch wenn du irgendwie einen Gegner beschießt und ich... mit meinen da rumschießt und kriegt dann so ein Bums Holzpfeil raus, könnte ich kotzen. Übrigens, du könntest dir auch Knochenpfeile machen, ne? Ja. Hier mitten im Stein wachsen die Bären, das ist auch gut. Mh, lecker. So, was sagt denn die Nachtanzeige so hier? Boah, immer noch nicht voll. Wie viel haben wir noch? Ein Viertel fehlt noch von den Balken hier. Na, ein bisschen weniger als ein Viertel. Was sagen denn deine Vorräte an Medizin und Soda? Aber dann kannst du noch einstecken, was noch da ist. Also kannst du auch bei mir zugreifen, wenn du willst. Oder Alkohol hoch. Soda habe ich nur noch 3. Die nehme ich mal mit. Ey, apropos Alkohol. Wir können ja schon mal Mollys herstellen und vorbereiten. Fällt mir wieder ein. Ich habe bloß noch 4, wie ich gerade sehe. Wie viele Medis habe ich? 5? Das ist aber auch das Maximum, ne? Ja, 5 ist Maximum. Jo. Ich hab Mollys voll. Gut. Vielleicht noch 2 Schnaps auf Vorrat, 3 Schnaps auf Vorrat. So. Katana, moderne Axt, handgemacht. Hast du dir Medizin auf die 4 gelegt, vielleicht zufällig? Nee, auf die 1. Okay, gut. Aber Hauptsache irgendwie darauf legen, ja. Und wenn die dann zwischendurch alle ist und wir dann uns zurückziehen müssen, dann können wir ja immer noch die Kräuter mischen auf die Schnellwahltaste legen, fällt mir ein. Ja. Hast du die aus Snacks eingepackt? Ja, ja, die stecke ich schon gar nicht mehr weg, weil die immer so schnell weg sind bei mir. Und dann nehme ich die mit, die hier liegen, weil meine waren jetzt auch fast alle. Ja. Hier ist das erste Fleisch schon trocken. Super. Das ist auch wirklich schon trocken. Naja, ja, ist schon durch. Trocken ist trocken. Weiß ich nicht. Ja, steht da. Getrocknet und essbar. Der Fisch auch schon? Warte mal. Hier. Hier. Getrocknet, ja. Der Fisch ist auch trocken. Das ging schön schnell. Ja, ist doch geil. Dann können wir uns nämlich was reinpacken. Ja. Und dann legen wir los, sobald es hell ist. Aber weißt du was? Wir hängen es nochmal auf, weil wir müssen noch eine Nacht schlafen. Ja. Was hat mittlerweile eigentlich mal meine geistige Gesundheit hier? Also, das war jetzt mal echt... 21%?! Das wird irgendwie immer schlimmer bei mir. Das ist mir kein Wunder, Alter. Robin. Geistige Gesundheit, 100%, ja, voll gut. Ich glaub, bei dir funktioniert die geistige Gesundheitscounter nicht. Jo. Ich meine, was ich noch weiß, ist Menschenfleisch essen. Okay, das zieht runter, aber das habe ich ja jetzt nur ein einziges Mal gemacht und das war mit einem Charakter, der schon gestorben ist. Nein, auch wenn du die zerteilst oder so.
dann geht das auch runter. Mache ich ja auch nicht regelmäßig. Also wenn du Menschen verstümmelst und sowas. Ja. Warte, ich muss mir mal noch ein Bier machen und auf Toilette gehen. Der Counter bei Fenrir für geistige Gesundheit wäre sinnlos, okay. So ist es. Ich bin eh schon durchgeknallt in der Birne. Genau. Na, nehmen wir auf Chlor, ich halt die Stellung. Ja, naja, hier drin ja doch, wenn Mutanten kommen, wäre doof halt. Ah, ja. Die zerlegen uns die Hütte ganz schnell. Gut, Freunde, bin gleich wieder bei euch. Tschüss. Gut, dann renn mal. Ui, Entschuldigung. Ja, da draußen sind welche. Okay. Also 4, 5, 6 Mann, okay. Leute, macht mir das mit dem Rauch nicht nachher sowieso ungesund und teuer. Ich habe extra Emote dafür. Und Matthias sagt Wassermarsch. Alles klar. Wassermarsch wird eingelöst. So. Danke, Leute. Danke, Leute. Koran, hi! Hab ich noch gar nicht gelesen heute. Wie geht's dir? Alles fit? So, ich bin auch wieder da. Webi. Danke. So, bin mir nicht sicher, aber ich würde mal vermuten, wir können wieder schlafen gehen. Gut. Warte, ich brauche nur noch meinen Zuschauer noch Bild hier. So. Nee, doch noch nicht. Ja, genau, war kurz Pipi-Pause, weil. Dauert bei mir nicht lang, weil Klo ist gleich um die Ecken hier. Ja, da ist noch ein ganz kleines Schluck, ey. Da ist gleich morgen. Wollen wir wetten? Würde mich nicht wundern. Ja, okay, der Mond steht eigentlich noch komplett hoch. Weiß ich jetzt nicht. Naja, ist aber schon dabei unterzugehen, ne? Naja, er geht schon wieder runter, ja. Ist schon über den Zenit drüber hinweg. Ja, komm, dann lass wach bleiben. Sicher? Naja, pff. Bis wir pennen können, das ist ja jetzt noch. Und dann ist auch der Tag schon fortgeschritten, weil je später du ins Bett gehst, desto mehr vom Tag verpennst du auch. Aber so weit ist es ja gar nicht, ne? Nee, das ist nicht Tag zu laufen. Bomberkale, ich grüße dich. Wenn wir es aus den Kämpfen raushalten, würde ich auch ignorieren, einfach immer durch, nur geradeaus durchlaufen. Ja, Robin, der Bomberkale wieder. Hm, Musik, okay. Hm, Game wrong. Er guckt bei mir immer nur zu, wenn ich Ding spiele. The Witcher. Wir haben Besuch. Ja, ich hör's. Ich grüße dich, Bomberkale. Vielleicht wär's aber ganz gut, sowohl für deine Zuschauer als auch für mich nochmal die Ansage. Sobald Sons of Sifaros released wird, liebe Leute, pausieren wir erstmal alle anderen Projekte. Wir streamen dann stattdessen zweimal die Woche Sons of Sifaros, hoffentlich Mittwoch und Freitag. So ist es. So, wir können pennen, Robin, ab. Yep. Warum gehst du jetzt nicht? Also bleib doch mal da, du scheiß Anzeige, ich will pennen! So. Ja, jetzt. So, guten Morgen. Essen. Ja. Und Fleisch mitnehmen, ne? Genau. Oh, ich esse mal ein Fischlein. Oh, Wasser, Robin, Wasser mitnehmen. Hab ich schon. Schon voll bei mir. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Hab ich auch 10 Dosen bei. Und denk dann, du kannst Fisch und Fleisch mitnehmen, ne? Ach so, stimmt. Stimmt. Und Hasen oder Lurche? Oh, 3 Hasen, 2 Fisch. Jo, gut. Ja, gut. Und normales Fleisch dann auch noch, oder was? Genau. Also ich habe jetzt 4-mal getrocknetes Fleisch und 3 Fisch bei und dann noch die Snacks. Also das sollte locker reichen. Plus Beeren, plus Pilze. Ja, also und nahrungstechnisch sind wir am Start. Nur Knochen wieder zu wenig, ne? Ja. Apropos, naja, hab ich habe noch 4 im Inventar und ich habe noch 6 Knochenrüstung auf Tasche. Ja, ich habe gar nicht. Warte mal, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 3 davon. Klack. So. Gut. Ich hab, bin halb voll. So weit. Hast du jetzt schon wieder? Da. Danke. Wie viele Rüstungsteile hast du jetzt so? Mir fehlen noch 3. Ach, du hast deine Rüstung ist noch nicht mal voll. Nee.
Oh, okay. Ja, weil ich in die Falle gerannt war. Ich war voll und dann bin ich in die Falle gerannt und dann hat es mir die ganze Rüstung zerhämmert. Das ist so eigenartig, dass es bei dir Scham hat, bei mir nicht. Ja, ganz komisch. Auch letztes Mal ja schon. Jetzt habe ich dreimal Mutantenrüstung und es fehlt nur eine Knochenrüstung, aber die kriegen wir zusammen. Ich Warte, darf mich nur nicht. Ich darf mich halt nur nicht immer schlagen lassen. Aber ich stehe drauf. Weil ich habe mehr als die Hälfte erstmal Mutantenrüstung ausgerüstet. Ja, ich habe drei Mutantenrüstung. Und ich hatte noch Knochen auf Vorrat. Jetzt habe ich noch zwei Knochen auf Vorrat. Nee, ich bin voll jetzt an Rüstung. Ja, genau, weil ich bin eigentlich auch der Meinung, dass die Dings immer Schaden machen, die fallen. Ich kann reinrennen, passiert nichts. Wir hatten es ja, schon entwickelt, dass die machen schon immer Schaden und das nicht wenig. Also die klatschen dir auch mal die halbe Rüstung weg. Warte, hier, pass auf. Ey. Alter! Da kann wieder, ey. So, Wähl, guckst du gerade bei mir zu? Dann schreib mal kurz in meinen Chat, dass ich dir zeigen kann, dass du das auch siehst, dass es bei mir keinen Schaden macht. Jetzt geht er an die, die ihn aufhängt. Hängt da mit dem Fuß nach unten. Mit dem Kopf nach unten. Was steht da gar nicht drin? Robin, Achtung! Ach, wirklich? Schnauze hier. Hier sind die Vermagerten, aber bringen auch Knochen, ne? Die bringen auch Knochen, ja. Ja, ich hab hier Hast auch noch du? Einen. Ja. Gut. Und dann kann ja derweil der Wähl mal kurz zu mir zuschauen kommen. Ja. Und dann kann ich ihm zeigen, was ich meinte. Da ist er. Gut. Warte ganz kurz. Nimm mal bloß noch ein Feuerchen hier. Auch wieder gleichzeitig. Sehr schön. So, hier gucke Wähl. Guck mal meine Rüstung unten. Passiert nichts. Ich verliere Ausdauer, okay, aber das war's. Ja, und weiß mir haut es eigentlich komplett alles weg. Jetzt die komplette Rüstung wegschrottet. Bis ja, auf bei das mir Mutanten ist es auch so, wenn ich die Axt ziehe und Ausdauer habe, dann kann ich auch Mutanten blocken. Bei Fenrir nicht. Komischerweise. Geh mal kurz rausgucken. Ich glaube, ich habe da wen gehört. Ich habe niemanden gehört. Nö, alles ruhig hier draußen. So. Aber Bomberkale, wie geht's dir? Man hab dich lange nicht mehr gelesen, Großer. Nee, ist du nicht. Glaube ich nicht, dass es daran liegt, weil wir haben die zusammengebaut. Also sowohl Fenrir als auch ich haben was reingesteckt in die Fallen. Und er hat welche fertiggestellt, ich habe welche fertiggestellt und egal, welche ich reinrenne, es gibt keinen Schaden. Ich könnte mir höchstens vorstellen, es liegt daran, dass ich Hoster bin, aber ich habe ja keine Admin-Rechte aktiviert oder sowas in dem Dreh. Also ich war ja nicht in der Konsole drin oder sowas. Also sonst könnte ich mich ja komplett unverwundbar machen. Okay, super. Super Bomber, Kalle. Das ist natürlich, ja. Er war in Thailand. Sextourismus, hat er gesagt. Okay. Na Robin, lass los. Na, Hauptsache, er hat keine Liebe da erlassen und keine Krankheit mitgebracht, ne? Ah, oh, das gibt's doch nicht. Ich hab was gehört. Als ich gerade eben draußen war, war hier nichts. Ich hab aber die Alte gehört. Ich nicht. Goldröckchen, meine Liebe. Komm doch mal zu Papa. Ich bin schon seit Monaten hier im Dschungel. Titten. Matthias, nee, auch nicht. Das war Fenrir. Fenrir hat die Blaupausen gesetzt. Er ist ja unser Baumeister hier. Ja, nee, ich hab jetzt schon wieder keinen Bock, Alter. Oh, ja, bleib locker. Alter. Stell dir, was du für Probleme mit denen hast. Robin, mach dir einen. Ja, nee, Robin macht hier einen auf Harakiri. Halloween! So, sind wieder 18 Knochen hier. Ah, nee, Halloween ist gar nicht da. Vielen Dank, Emil, für dein Gifted Sub an Emi, an Halloween. Alter, was los? Mann! Dankeschön, Großer. Will die Reise noch viel Sexbeug Prostata Probleme vor? Will die Reise noch von der Krankenkasse subventionieren lassen? Alter Schwede. Warum habe ich nur so kaputte Zuschauer wie ich selber bin? Das kann doch nicht wahr sein. Wow! Emil, vielen lieben Dank für dein Gifted Sack an Bomberkalle. Nochmal, Dankeschön. Stefan, grüß dich. Na, wie geht's dir, mein Lieber? So. Und Luke zu.
Also da musst du doch die Knochen auf, dann können wir los, ne? Obwohl, du kannst schon mal Knochenrüstung draus machen, schnell. Nicht giftet Sack, giftet Zapp, Junge. Gut, während du da Knochenzeugs machst, werde ich Bären naschen. Ja, ess du mal Bären. Bären! Mit Ä. Ja, mit Ä. So ein paar Bären aus dem Busch rauspflücken und reinbeißen. Ja. So schön beim Waldspaziergang war, so ein bisschen Geralt-mäßig, warte mal kurz, reingeschnappt in den Busch, rausgezogen, reingebissen, hingeschmissen. Da wie ich mit deinem Reh. Flatschtot. <Ja. lacht> Wo sind denn meine Elektro-Components? Ich suche jede Bahn im Inventar. Ja. Ich weiß, ich hab voll. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ich sehe Batterien. Ich hab nur noch einen Molly, ey, ne? Das ist natürlich auch. Sprengstoff, ich sehe Armbanduhr. Aber wo ist denn. Warte mal. Bin ich jetzt wirklich so blind? Wo sind denn die Elektroteile? Die liegen rechts, also über dem Essen. Rechts, also oben, ach, genau über Alter, dem Essen. Eigentlich. Direkt neben dem Tuch, toll. Ja. So, wollen wir jetzt mal los langsam, oder was? Na, hast du denn schon deine Knochenrüstung vorbereitet? Ja, hab schon. 4 Stück habe ich noch auf Tasche jetzt. Okay. Jetzt bin ich noch ganz kurz dabei, noch ein paar Sprengstoffe vorzubereiten. Ja, ich kann nicht, ich hab kein Alk. Hab nur einen Molly rumflitzen. Aber einen Schluck Wasser trinken gehe ich nochmal. So, ich nochmal 3 Bomben hier bastelt und Mollys sind voll. Wohl, warte, hast du noch ein paar Bären übrig gelassen oben? Ja, ja. Hab auch die Tasche voll mit Bären. Ja, ich auch. Die will ich aber nicht anrühren für, falls es knapp wird mal. Ja. Was sagt denn dein Federvorrat jetzt? Wahrscheinlich nicht so viel, mein Federvorrat sagt nicht wirklich viel, wahrscheinlich 22. Naja, geht ja, geht ja. Du brauchst 5 für 5 Pfeile. Ja, dann ist doch in Ordnung. Reicht. Ja, Stöcke hast du voll? Stöcke habe ich voll. Wunderbar. Oh, mir fehlen noch 3. Weil ich ja die Pfeile aufgestellt habe. So, ist voll. Obwohl, ist nicht voll. Aber hier gleich. Schaut aus. Ah, ja, fürs Feuer hatte ich ja. Welche Benutzung? Hä? Mir ist der Hase ins Schwert gerannt, sorry. ja. Kann ich nicht mehr aufnehmen, weil, Ja, dann komm. Voll. Ja, ab geht er. Hä? Jetzt geh doch zu, Speistor! Mann! So, auf geht's. 2 Regeln. Nicht verlieben, zweitens die Details respektieren. Ja, ist ja nicht nur die Details. Man hat in egal welchem Land man ist, das Volk zu respektieren. Ist einfach so. Und die dritte Regel? Lass keine Liebe da, bring keine Krankheiten mit. Richtig. Obwohl, ist ja schon die erste Regel mit keiner Liebe, ne? So, Robin, jetzt müssen wir gucken. Hier war irgendwo der Eingang der Höhle. Du meinst aber nicht den, der ja, ich weiß. Warte. Nee. Die meine ich nicht. Wenn ich die Container sehe, dann müssten... Oh, toll, Wähl. Okay, Wähl, dann guckst du dir nachhinein noch mal im Stream an. Das war bei 1 Stunde und 20 Minuten. Kannst du es dir im Video angucken. Ja, Stromausfall gehabt, genau in dem Moment, wo ich ihm gezeigt habe. Oh, wow. Achso, wollen wir die Höhle markieren? Nee, ne? Das ist ein One-Way-Ticket. Wir hätten auch vorne in die reingehen können, wo du gesagt hast, nicht die, wo wir vorbeigelaufen sind. Ist Tatsache dieselbe Höhle, aber... Ja. Dann ist der Weg viel länger und gefährlicher. Ich würde vorschlagen, hier speichern, ne? Ja. Weil jetzt wird's lustig. Ja. Ah, du hast es noch gesehen, ja. Okay, gut. Und noch eine Kassette. Und Schnaps. Ja, und hab Feuer. Ich schon. Alter. Hey, manchmal diese. Oh Gott. Was hast du denn? Ich hab den Spot nicht gefunden wegen dem Speichern. Achso, ja, das ist bei mir manchmal auch so blöd. Da musst du nach unten gucken und trotzdem die Taste drücken. Ja, ja. So. So, warte mal, wenn du hinter mir läufst, dann nehme ich jetzt lieber die Axt in die Hand, ne? Ich hab die Axt in der Hand gerade. Warte, da ja, lass mich vorgehen. Dann nimm du lieber den Bogen. Gut. So, nein, runter oder geradeaus? Nein, vorbeigehen geradeaus. Okay.
Ich habe mir heute extra die Wege angeguckt. Alter, ist das cool mit dem Licht, oder? Ja, hier wird's jetzt lustig gleich, Robin. Aha. Ich glaube, da ist eine Feuerwehr oder so. Sieht aus wie Martinshorn. So, Achtung, ich muss vorher noch einen Schluck trinken. So, okay. Erstmal Skoll, Leute, auf uns, auf die Ahnen und dass wir heil wieder rauskommen, Robin. Cool. Das ist cool. Ja, mögen uns die Ahnen schützen, feuerfrei. Jetzt läuft er mit dem Bogen vor. Hier müssen wir, warte, hier müssen wir runter. Warte. Immer vorher gucken, ob man von hier aus mit dem Molly erledigen kann. Ja, da sind sie nämlich, die Freundchens. Ja, da unten müsste ein Mutant sein. Ja, deswegen würde ich vorschlagen. Warte mal, ich sehe den Mutanten nicht, Robin. Ich auch nicht. Dein Ernst? Das Wasser! Scheiße. Da ist einfach Wasser. Ja, ich treffe den halt auch nicht. Einer down. Jawohl! Der war gut, Robin. Fuck daneben. Ja, meiner auch. Kommt er wieder angerannt? Hey Boy, was? Wir schießen gleichzeitig und beide daneben. Schön. Ich frage mich nur, warum daneben. Jetzt, ne? Das sind drei. Da ist noch ein Dritter hier unten. Da ist noch ein Dritter. Sehen. Der steht hier an der Wand. Ach shit, dass da Wasser ist. Ich hab genau ins Wasser getroffen anscheinend. So eine kleine Pfütze. Wie ist denn da dann mit meinem Molly? Ich war schon länger nicht mehr bei The Witcher. Weil gerade Mistlands bei Valheim auch rausgekommen war und so weiter und so fort. Und wenn dann sowas ist, pausiere ich die älteren Games. Bombakal, aber keine Angst, es geht weiter, der Spielstand bleibt bestehen. Er ist down. Wie gesagt. Ja, well, gut, super. Dann lass uns runtergehen, wenn wir nicht hören, ja. Ne? Ja. Da war nämlich rechts von dir war noch ein kleiner Vorsprung, an den ich mich jetzt gerade erinnert habe und da kriegst du nämlich Schusswinkel. Mhm. Huch. Ja, jetzt weiß wieder keiner, wessen Pfeil was ist, ey. Ah, scheißegal. Ich höre noch einen. Ja. Okay, meine Pfeile sind anscheinend voll. Ich habe sie jetzt rübergeworfen zu dir automatisch. Komm, es sind wieder 18 Knochen, wa? Mhm. Geht der fix. Ich halte Ausschau, warte. Und flupp. Oh, Alter. Oh, krass. Hier, Linke, müssen noch haufenweise Pfeile rum. Ja, du darfst die nicht anrühren. Die waren bei mir eben noch moderne Pfeile, wo du sie angefasst hast, waren so Holzpfeile. Okay. Achso, wenn sie rumliegen, sind sie bei dir auch moderne Pfeile. Das ist gut zu wissen. Ja, ist ruhig jetzt so. Na, wie gesagt, Witcher 3 geht weiter. Jetzt kommt bald Sons of the Forest. Genau, das wird dann halt zweimal in der Woche. Genau. Da müssen wir halt ein bisschen... Ja, hört sich jetzt doof an, aber man muss den Hype ein bisschen mitnehmen, weil wir wollen ja auch ein bisschen bekannter werden. Tatsache. Und wir wollen unseren Spaß dran haben und das nicht alle zwei Wochen erst, weißt du? Wenn wir dann nach zwei Wochen den nächsten Stream machen, haben die anderen Streamer schon das Spiel durch und bei uns guckt doch keiner mehr zu und macht dann weniger Spaß. Lass den Mann weg und spiel weiter mit Chat 3. Nee. Wie hat Cookie damals so schön gesagt, als sich bei mir einer über das Programm, was ich geliefert habe, beschwert hat, weil er lieber ein anderes Spiel sehen wollte? Was der Streamer streamt, ist immer noch der Streamers Entscheidung. Na, ich weiß ja, bei Bomberkarl ist es nur Spaß. Ja. Nee, das ist mir aber gerade nur so eingefallen. Ist mir gerade nur so eingefallen, dass es halt eigentlich so ist, ne? Also, der Streamer entscheidet, was gestreamt wird. Außer natürlich, er sagt, irgendwie ist eine Zuschauerabstimmung. Ja, du schaust halt gerne zu, ne? Bei The Witcher, ne? Er sagt gerade, seine Maus fängt bald Witcher 3 an und er will dann nur zuschauen. Warte mal, wie waren das jetzt? Ich glaube, hier durch mussten wir, Robin. Nicht runter hier links? Weiß ich nicht. Nein. Okay. Oh, wie war es denn jetzt? Ich guck mal. Echt jetzt? Hä, was ist denn hier? Ah, doch, ich erinnere mich. Jetzt geht's hier runter zu den Gedärmhaufen, oder? Ja, ja. Nein, da ist ein Mensch und da ist ein Mutant, ja, genau. Genau. Den kriegen wir jetzt relativ schlecht. Nee, doch, der kommt dann mal klar. Warte. Aber wenn, dann gleich anzünden am besten.
Babys können wir schon mal anzünden. Oh. Ja, gut. Ja, da brennen sie. Ja, ich hab nur den einen Robin, deswegen mache ich vorsichtig. Ah, und er steht genau hier unten und wir haben hier keinen Vorsprung. Aber der Fallschaden, wie war denn mit dem Fallschaden nochmal? War das semi gut oder nicht so gut? Also er hat gesagt, ich renne vor und mach den Köder. Das ist kacke. Nein, okay. Der geht irgendwann da weg. Du musst halt geduldig sein. Oh, renn da, Baby, renn rein da. Brenn, Baby, brenn. Bin ich noch einschmeißen burn, müssen. Burn, Baby, burn. Nee, Baby hat überlebt. Schade. Was macht er denn? Du kannst hier eigentlich, kannst du die Mollys auch einfach fallen lassen. Jetzt, pass auf, jetzt geht er nach vorne. Warte, ich hab die Molly gerade nicht ausgerüstet. Was macht der denn da für Scheiß? Was ist denn da los? Hä? Was macht er? Hat nicht erreicht, Mist. Man kann die fallen lassen, damit rechter Maustaste oder wie? Ja, irgendwie war das. Aber geh! Treffer! Jawohl. Oh, Hypo sind drei. Ich hab nur den einen, deswegen brennt er die ganze Zeit. Ich warte auf den richtigen Zeitpunkt. Hab ich gerade. Lol. Gut, ich hatte jetzt damit einen Schnaps, aber mir geht's jetzt ganz gut, Bruder. Oh Gott, Alter, hat er erstmal gesoffen, ey. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ah, ich seh ihn. Warte. Nein! Ach, Robin, du. War zu spät. In dem Moment, du weißt ja immer, wenn du sagst, warte, schieß ich doch schon. Scheiße. Er stand da gerade so schön. Ja. Wo ist er jetzt? Info. Ach, ich seh ihn. Lass mal kurz Plätze tauschen, bitte. Okay. So. Oh, nicht so weit nach rechts, du Depp. Ah, trotzdem getroffen, gut. Bis man die auch einfach fallen lassen kann. Das war ein sehr guter Hinweis. Ja. So habe ich das früher immer gemacht. Wenn die so an der Kante unterhalb von mir stand, habe ich es einfach runterfallen lassen. Ich wusste nur nicht mehr, wie es geht. Aber er lebt einfach noch. Ja, der fällt gleich. Ah, ich rutsche! Nein! Nein! Oh! Oh. Robin! Was macht er da? Ich weiß nicht, was da gerade los war. Der ist einfach gefallen. Schieß auf ihn! Mach ich doch. Ja, aber nicht da hinten. Da sehe ich doch nichts. Ich werde auf die E-Taste gekommen sein, zweimal hintereinander. Deswegen. Damit ist er ans Seil ran und danach hat er es losgelassen. Ah. Na gut, ein Rüstungsteil verloren. Passiert. Ja. Alter, jetzt lauf doch mal ein Stück nach vorne. Ich geh gleich runter, ey. Talentfrei. Schnauze, Michi. Warte, ich hab noch zwei Mollys. Wo ist denn der gerade? Bei dir, wa? Der müsste irgendwo hier sein. So weit links. Ich bin mich erst runtergerutscht und wollte zurücklaufen und dabei musste ich versehentlich auf die E-Taste gekommen sein. Er ist ganz rechts, Robin. Ja, ja. Ganz rechts. Ja, würdest du nicht treffen, weil er hier unter einem Felsvorhang ist. Vorhang, vor allen Dingen. Felsvorhang. Mal kurz weggehen da. Warte. Ja, das Licht hat er gesehen. So. Daumen drücken. Ne, hat nicht erreicht. Man kann halt nicht zielen damit, ne? Wenn man es fallen lässt. Nee. Das weicht immer zu krass ab dann. Ja, nicht schieben, Robin, das ist nicht so gut. Ne, ich war links von dir. Sind die nicht blind? Ne, auf Feuer reagieren die. Ja, der war daneben, glaube ich. Nee, da treffe ich ihn nicht. Doch, du triffst ihn. Echt? Ja. Ja, immer wenn du schießt, schreit er. Und er ist down. Sehr schön. Dann sammel du zuerst die Pfeile auf, weil du hast diesmal mehr Pfeile gezogen. Ja. Und was dann noch übrig ist, kann ich ja auch sammeln. Rechts am Arm hat er noch einen. Oh, ja. Sehen, warte. Und am Kopf, glaube ich, auch noch.
Aber gut, Babys haben wir doch auch erwischt, sehr schön. So, und hier hinten müsste die Karte irgendwo liegen. Hier, ja, hier ist er, Robin. Sehr geil. Das ist doch die Hülle der Anwälte hier, ne? Genau. Ja. Endlich mal Titten erlassen mit nicht... Naja, nicht so eklig, aber okay, es sind eher Wasserleichen. Was ist das hier? Warte mal. Ach, der Camcorder, Robin, hier. Stimmt ja. Die Videos waren ganz geil. Wenn wir die Zeit im nächsten Stream noch haben, können wir uns die ja geben. Ja. Die haben nämlich auch einen Teil der Story aufgeschlüsselt. Scheiße. Ich habe Medizin gesoffen, getrunken. Oh, jetzt gehen wir wieder einfach hoch den Weg zurück zum Markt draußen. Aber, Fendi, das sind Tabletten. Ja, meine ich ja. Als rein damit. Als rein! Ich bin schon wieder in dir. Geh aus meinem Arsch! Geh aus meinem Arsch!